So, Leute, Teil 2 von meinen Rathaus-10-Angriffen. Beziehungsweise von dem Angriff-Special. So, und das ist jetzt der letzte Klankrieg dran. So, hier geht's los. Und hier habe ich wieder mal ein bisschen einfachere Basen. So. Kleiner Tipp, diese Basis gibt es mit demselben Prinzip oder ähnlichem Prinzip auch für Rathaus 9. Das ist, glaube ich, sogar die Originalversion. Und ein bisschen dazu gebaut. So. Was ist Prinzip des Ganzen? Ich habe hier die Helden mit der Zelle isoliert, habe die Luftabwehren alle weg von der Queen und habe hier Luftfeger. Das heißt, auch für Rathaus 9 nicht sehr unbedingt mit Lalun zu empfehlen, weil ich erstens einmal keine Luftabwehr mit dem Killteam bekomme, höchstwahrscheinlich, und dann die Feger furchtbar stören. So. Gut. Ja, hier habe ich gesehen, Achtung, nichts im Weg außer Bogeturm und eine Kanone. Das heißt, hier kann ich, sofern da nicht irgendeine Schweinerei da ist, gleich einmal einen Babydrachen ansetzen. Das heißt, kann mit einem Babydrachen, Kanone und einem Bogeturm erledigen und gleich Zeugs wegräumen. So. Puh, gut. Und auf Rathaus 9 hätte ich jetzt hier schon ein bisschen ein Problem mit dem Magierturm. Der deckt ihn hier in etwa das ab. Das heißt, ich kann da keinen Mauerbrecher ansetzen und bräuchte einen Jump. Bei der Ramme, wie gesagt, ist es das relativ egal. Rathaus 10. Und ich kann die Ramme hier fröhlich hineinschicken zum Rathaus. Klar, könnte es von irgendeiner anderen Seite auch, aber im Prinzip ist das eh die Seite, die ich will. So. Links kann ich einfach mit Magiern aufräumen. Ich glaube, hier hätte ich auch noch einmal Magier gehabt als Unterstützung. Im Wesentlichen gehe ich dann mit meinem Kill-Team hinein. So. Ohne Bowler, klar, habe ich noch nicht, kann ich noch nicht bauen. In der Ramme wieder meine Walküren. So, der Plan ist, ich gehe rein, habe hier meine Wut, die hilft auch den Walküren und will alles, was hier drin ist, erledigen. Zusätzlich soll die Klampe rauskommen, die soll ich auch erledigen. Der Bombenturm wird auch fallen und wahrscheinlich der X-Bogen auch noch. Damit habe ich beide Helden schön aus dem Weg und habe hier wieder mein wunderschönes L, sogar noch ein bisschen übertriebener dargestellt. So, jetzt gibt es aber bei der Basis noch ein paar Gemeinheiten, die man kennen sollte, wenn man das macht. Der Rathaus 9-Wagen. Das eine ist, hier sind gleich einmal Teslas. Das heißt, man sollte hier gleich einmal ein Heilzauber fertig machen. Patellaeisen auch dabei, aber man wird da kann mal ein paar Schweinis verlieren. Ist noch okay zu handeln. Zweite Schweinerei, kaum ist man, also da wird ein früher Heilzauber geforst. So, zweite Schweinerei, kurz danach sind Doppelbomben. Das heißt, hier braucht man schon den nächsten. Ich habe jetzt vier, Rathaus 10 ist halt nicht mehr so effektiv. Und dann sind meistens hier auch noch Bomben. So. Wobei, ihr ein paar Schweine so hinunterbiegen, aber auch ein paar den Weg da nehmen. Leichter Hogsplit, wenn auch nicht viel. Ich habe wieder mitgedacht, habe gesagt, okay, die zwei Heilzauber habe ich. Setz hier einen Babydrachen, weil da ist wieder alles nicht getankt. Den habe ich aber ein bisschen verpennt, den Babydrachen, muss ich zugeben. Und gleich vielleicht ein Riesen hier, der ein bisschen den Magieturm ablenkt und dann noch ein paar Schweinis von der Seite. So, am Schluss habe ich dann noch zwei Heilzauber, die ich dann je nach Situation setze. Okay, ich sehe Babydrachen, habe schon gedacht, okay, da kommen jetzt alle Teslas raus. Das wird eine. Aber nein, er hat sich nichts überlegt, keine Schweinerei da, bin richtig enttäuscht von ihm. Sehr schön wegräumen und die Fall, ja, kann eigentlich nicht mehr viel passieren beim Kill-Team, kann nicht mehr viel herumlaufen.
Rame ist noch da. Rame zündig, wieder ein bisschen davor, dass einmal die Helden down gehen. So. Gift. Hier Hexe, dann auf den Drachen. Der Drache bekommt gleich einmal von den Magiern ab. Queen muss gar nicht einmal viel dazu beitragen mehr. Die Walküren sind auch noch da. Und hier habe ich wieder ein bisschen das Ganze verpennt. Hier hätte ich schon die Schweine früher setzen können, um vielleicht noch die Queen ein bisschen da zu retten. Aber Schwamm drüber. So. Bei Schweinis Fliegen war vorherzusehen. Darf man sich nicht so schrecken. Das ist eingeplant bei der Basis. So. Hier die zwei Bomben und dem Baby verpennt, weil der hätte hier die Kanone schon killen sollen. So, Schwein ist von außen. Weitere Heilzauber und den habe ich hier gesetzt. Und das Schöne ist mit Level 6 Schwein ist, ich brauche mich nicht so wirklich vor den Doppelbomben zu fürchten, weil die Schweine überleben. Und wenn eine kleinere Gruppe da ist, kann ich auch hier einfach reagieren. Muss nur heilbereit sein. So. Gut. Schwein ist hinten nach. Risikokrieg. Ja. Blatters Ding. So. Noch nicht allzu schwierig. So. Hier ist es schon ein bisschen blöder geworden. So. Ich weiß nicht, welches Rathauslevel diese Basis ursprünglich hat. Ob das eine 10er, 11er, na, meistens eher so Engineered 11er, die diese Basis haben. Und ich habe hier einmal vier. Es ist ein 11er Rathaus. Aber ich habe hier 4 X-Bögen. Habe dafür kein Infernus. Und man sieht. Eigentlich nur die Rathaus 10er Verteidigung ist voll gelevelt auf die X-Bögen. Die drei neuen Rathaus 11er Verteidigungen, sage ich einmal, naja, stehen zwar im Weg herum, aber werden nicht so viel anrichten. Was das Ganze aber schwierig macht hier, ist, steht es nicht in der Mitte und die Queen relativ im Eck. Das heißt, wenn ich die Ramme nutzen will, das ist immer die Dinge, ich könnte auch ohne Ramme angreifen, nur da verzichte ich natürlich, im Endeffekt brauche ich einen Jump mehr und ich brauche einen Golem mehr. Verzichte ich auf einen Zauber und 30 Truppen, damit hat sich der Angriff meist schon erledigt. Ich meine, ich kann die Sch Ramme noch irgendwie als bisschen als Tank für die Schweine nutzen. Ja, bringt aber in der Regel dann nicht viel. So. Könnte natürlich Alternative dazu wäre, schön aus der Luft angreifen und dann die Zeppelin zu nutzen. Erstens haben wir kein Zeppelin, das ist Problem 1. Problem 2 ist Luft auf Rathaus 10. Naja, ich bin kein Freund davon, weil Schweine kriegen ein neues Levelballon nicht. Naja, gut. Also. Bleibt mir eigentlich nur wieder mein Rammenhog-Angriff wie üblich. So, ohne Bowler habe ich nicht. Und ich habe hier eigentlich nur einen Weg, hier drauf zu gehen. Das ist hier. Dann habe ich nur die Variante, ob ich jetzt so reingehe oder so reingehe. Recht viel Alternativen gibt es hier nicht. Würde ich von hier angreifen, würde sich meine Ramme nach hier hin verabschieden. Das heißt, ich müsste die Ramme schon hier starten. So quer durch. Sehr großräumig Funnel aufbauen. Mühsam. Also, hier durch. Hier kann ich einen Magier stellen. Achtung, bei der Basis hier sind Teslas irgendwo verstreut. Immer damit rechnen. Das heißt, hier geht sich noch der Magier aus, der räumt da weg und da weg. So, ich glaube, da habe ich dann ein Babydrachen, der ist aber ist nicht ungedeckt, der ist dann relativ flott platt, aber dann kann ich hier mit der Ramme reingehen. Diese Richtung. So. Räum hier weg. Hier muss ich aber schnell sein, weil die Speicher brauchen einige Zeit. Und die Teslas schießen fröhlich auf die Ramme, genauso wie Queen und King.
Und das ist, wenn das Max-Helden sind, hätte ich da schon ein gröberes Problem, weil direkt bei Max-Helden reinzugehen, vor allem bei einer Max-Queen, ist nun mal nicht immer die intelligenteste Lösung. Also normalerweise sollte man Ramme und Golem in Ruhe ansetzen können, ohne dass die Queen drauf ballert, dass man genug Zeit zum Wegräumen hat. Ja, hier geht es sich sogar aus. Aber jetzt kommt schon der Drache raus und genau da drei Teslas, weil ist natürlich auch nicht blöd, er weiß, dass genau nur da sein kann. So, ich komme zwar schön hinein, King zündet gleich einmal die Fähigkeit, aber ja, meine Ramme ist schon platt. Ursprünglich war mein Plan, das habe ich vergessen erzählen, Jump hier. Und ich wollte eigentlich das dann noch bekommen. Und dann hat es zwei Plan und einen Alternativplan gegeben. Wenn alles schön läuft. Ich muss sagen, hier bin ich ein bisschen von Level 50, 60 Helden verwöhnt. Wenn alles schön läuft und ich bekomme dieses Eck hier, war der Plan, ich glaube, da noch ein paar Schweinis drauf am Wesentlichen, da eine Gruppe Schweinis reinschicken. Riese, Riese und dann da viele Schweinis rein und dann so nach unten. So, wenn es nicht ganz so gut läuft, war der Plan, dass zumindest da das fällt. Und dann war der Plan B, hier mit Riese zu starten. Schweinis hier. Und dann den Weg hier zu laufen. Und hier muss ich einen kleinen Split in Kauf nehmen. Aber ich sollte hier mal mit einer bis zur ersten Heilung, zweite Heilung und dritte Heilung dann je nach Bedarf. So. Und ich sehe schon, ich muss schon ziemlich sicher den Plan B nehmen, weil für den Plan A fehlt es den Valkyren einiges an Saft, vor allem wenn es die Queen gar nicht reinschafft. So. Jetzt setze ich meine Schweinis an, habe hier auch noch der Queen ein bisschen. Flieger bleibt stehen, das ist ein bisschen Mist. Und ich habe die Schweinis auf die Kanone verpennt. Jetzt habe ich da gleich einmal einen Hogsplit. Und die zwei Schweinis, die hinlaufen, holen natürlich gleich wieder das Eisen. Jetzt biegen noch mehr ab. Zweiter Hogsplit dann. Rüber zu dem Wächter, weil der X-Bogen-Wächter, weil der auch nicht down gegangen ist. Und ja, hier der Heil auch mäßig platziert, aber okay. Und jetzt läuft es aber ganz gut, weil die Basis nicht allzu hoch ist. Nur hier kommt ein Schreck, Bombenturm, nächste Bombe und jetzt kommt der Schock, alle meine Schweine sind tot, ich muss heilen und was passiert? Ich heile genau daneben. Das muss ich halt immer mit Reflexheilzaubern, die sind dann nicht immer sehr mitgedacht. Aber es geht sich noch aus. Zwar schon ein bisschen Panik bekommen, aber ja, es geht. Und im Endeffekt sind es dann doch 3 Sterne. Gift 2 ist weg, ja, okay. Weil er Gott sei Dank anscheinend Luftskelette hatte. So. Gut. Und zur Nummer 5 haben wir jetzt drei Versuche. Fangen wir mal mit Barcelona an. Der hat den ersten gestartet. Und auf den haben wir dann noch einigermaßen aufgebaut. Also, sein Plan war folgender. Golem und dann ein paar Magier, die den King erledigen. Und dann mit der Ramme hier durchbrechen, durch den Inferno. Hier kann man mit einem Babydrachen wegräumen. Das Kill-Team läuft hier durch, killt den Multi-Inferno, der ja gegen King und Queen ja nicht unbedingt viel ausrichten kann, gegen die Bowler aber dann schon. Killt die Magiertürme, killt die Queen, die ja dann auch bis daher läuft. Kleinburg kommt raus. So. Und dann, wenn das
So, wenn das Eck weg ist, ist dann der Plan, dass man entweder von hier kommen kann oder im Ende, nein, im Normalfall wird man das hier machen. Das Eck ist weg. Von der Seite kommen, hier gleich einmal heilen. Das ist auch was nicht sehr Intelligentes. Mag ja Türme nicht so Multi-Infernos, wenn man schon Multis macht. Weil genau an der Stelle wird der Gegner sicher heilen bei einem Multi. Und wenn dann zwei Magetürme sind, auf gelegter Heil-Ding. So, und dann hier weiter. Ein Heilzauber hier, ein Heilzauber hier. Schweinis laufen durch. So. Gut. Soweit, so gut. Golem und Magier, der. Ja, der eine Magier geht drauf. Und die kümmern sich um den King, aber wesentlich bis auf den King und ein bisschen Gebäude wegräumen, bekommt er dadurch den Golem jetzt nicht so viel mehr Wert. So, Ramme bricht schön durch. Ist klar, Level 8 Mauern. Wenn das Level 10er, 11er Mauern sind, ist das gleich eine ganz andere Sache. Dann braucht die Ramme auch einige Zeit. Und dann hat man das Problem, dass die Bowler, vor allem unter Wut, immer gern die Ramme überholen möchten. So, ja. Bowler kommen wirklich schön hinein. Clantruppen sind dann auch platt, der Drache. So. Und hier gibt es ein paar Sachen, die mir nicht ganz gefallen. Das eine ist, ja, die Schweine ist jetzt so angesetzt. Aber es steht noch der Mageturm. Ich hätte sie so angesetzt, dass sie den Mageturm auch gleich übernehmen und da einen Heilzauber. Oder auch nicht, wenn keine Bomben sind und es schnell fällt, okay. Aber hier kommt er nicht so direkt. So. Die Bomben, okay, die, wenn man nicht weiß, wo sie sind, rechnet man an der Stelle vielleicht nicht unbedingt damit. Aber gut. So. Und jetzt. Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Hier. Da müssen Schweinis drauf. Beziehungsweise da muss auch was drauf. Weil sonst, jetzt machen das so, jetzt laufen die nach unten, Ball laufen nach rechts und dann gibt es wieder den Hogsplit und sie nehmen einen unnötig langen Weg. Der Heilzauber war zu früh. Der ist auch komplett überlappen mit dem vorigen. Und es macht er, weil er sieht, er hat noch einen Heilzauber und jetzt hat er den Split. Und jetzt ist die Frage, heilt er die Gruppe, die gerade down geht, die kleinere? Die ist aber sicher weg. Oder heilt er die größere? So. Giftzauber hat er auch beide schon verbraten. Und ja, der Heilzauber. Ja. Der muss zumindest den Bombenturm noch mit abdecken. Vor die erste Verteidigung. Und so, und jetzt hat er den Käse. Skelette, die ihn jagen, Bombenturm. Ja, gut, das Stelleisen. So, und kein Heilzauber mehr. Und ja, jetzt geht ihm einfach um die Spur des Saft aus. Wobei, man braucht ja auch, vor allem ohne Aufräummagier, ja auch einige Schweinis, damit sich das zeitmäßig ausgeht. Also, leider nein. Guter Kill-Team-Teil, aber die Schweinis haben nicht ganz gepasst. So. Gut. So. Jetzt hab ich einen neuen Plan gemacht. Gesagt, hey, das mit dem Golem war vielleicht keine blöde Idee, weil die Ramme allein schafft es nicht. Aber eigentlich, die ganzen Tesla stehen hier. Und wieso durch dieses komische ums Eck wieder Inferno? Warum gehen wir nicht einfach so durch? Frontal. Hier ein bisschen wegräumen, hier wegräumen und dann durch die Mitte. Killen, 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 killen. Das wird erledigt, das wird auch erledigt. Das wird erledigt. Das sollte auch sterben durch Truppen. Und dann der
bis auf den einen Inferno, aber der bleibt sowieso in jedem Fall stehen. So. Ist dann alles weg und dann kann man sehr schön, wenn das da weg ist, hier schön ansetzen, braucht man gar nicht so viel Truppen und hier weitergehen. Außerdem zusätzlich. Zusätzlich habe ich noch da unten festgestellt. Jetzt habe ich Scheiße auf Pause.